Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 9. Mai. Mein Name ist Mike Seidel und ich heiße Sie herzlich willkommen hier zu den Besprechungen der aktuellen Handelsideen, präsentiert von Tikmill. Sie werden hier und heute mit mir ein paar Charts besprechen, und zwar im Schweizer Franken, japanischen Yen, Euro Neuseeland-Dollar und Euro NOK. Das die drei Ideen für die Chartanalyse des heutigen Tages. Und weil ich am Donnerstag und Freitag nicht am Desk bin, wird das auch das letzte Webinar für diese Woche sein. Das heißt, wir schauen heute auch nochmal auf die großen Bilder der Indizes, wenn wir die Zeit haben, vielleicht auch noch auf das Währungspaar Euro-US-Dollar und ein bisschen auf das Öl. Müssen wir schauen, wie es die Zeit auch hergibt. Und wenn Sie mögen, lade ich Sie natürlich auch herzlich ein, den Moment zu nutzen sozusagen, um den ein oder anderen Wunschmarkt von Ihnen live hier zu analysieren. Wir starten wie immer mit dem Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin ist riskant. Das kann zu Verlusten führen. Das heißt, in Kurzform, Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das bitte ich an dieser Stelle auch zur Kenntnis zu nehmen. Und dann das nächste, was wir jeden Morgen in der Vorbereitung für den Handelstag machen: Wir checken die Nachrichtenlage, weil die Nachrichten wie immer Kurse bewegen können. Das haben wir ja auch gestern gesehen, was im Ölpreis passiert ist vor der Rede von Herrn Trump in den USA zum Thema Iran-Konflikt. Schwierige Geschichte. Der Ölpreis war sehr, sehr volatil an diesem Tag, allein getrieben durch ein paar Nachrichten. Was haben wir heute hier auf der Agenda stehen? Einige Dinge aus Großbritannien. Im Vormittag um 10.30 Uhr gibt es hier Nachrichten zum Thema Produktion des verarbeitenden Gewerbes. Um 13 Uhr gibt es den Inflationsbericht der Bank of England, gefolgt von der Zinsentscheidung. Um 14.30 Uhr gibt es dann Nachrichten aus den USA zum Thema Verbraucherpreisindex, also Inflation. Sie wissen schon, das Thema, wo die Federal Reserve sehr stark drauf schaut und sagt, wenn die zu stark steigt, müssen wir die Zinsen Dollar anheben. All diese Dinge sind natürlich von der Inflation entsprechend auch abhängig. Und dann, Sie sehen es hier in den gelben Zahlen, gibt es noch weitere Dinge, die heute im Laufe des Tages kommen. Ich denke, das Wichtigste ist hier nochmal das Thema USA um 14.30 Uhr, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das, denke ich, wird viel Impact auch auf die Märkte bringen können, wobei da wahrscheinlich nicht allzu viel, sage ich mal, Überraschung an dieser Stelle kommen sollte, weil man hat ja auch in den USA eine recht ordentliche Beschäftigungssituation. Und damit genug des Blickes auf die Tagesnachrichten. Lassen Sie uns direkt in die Charts hineinschauen. Und wir beginnen mit dem Währungspaar Schweizer Franken, japanischen Yen. So, hier haben wir das entsprechende Währungspaar. Ich zoome den Chart auch gleich nochmal etwas weiter hier hinein, worauf es mir ankommt. Sie sehen, die Handelsidee läuft auch schon recht gut an. Mit Blick in diesen Chart, Sie sehen es hier auf die Historie. Wir sind momentan in einem doch stark abwärts gerichteten Markt. Was für mich hier die Spannung oder das interessante Element ist diese starke Bewegung, die wir hier hatten, die ohne großartige Korrekturen einfach aneinandergereiht, schön nach unten gelaufen ist, ohne dass der Markt mal gegenreagieren konnte. Und da hatten wir gestern hier, ich habe das im Blog auch heute Morgen veröffentlicht, eine Kerze, die uns gezeigt hat, hoi, hier könnte es jetzt zu einer Gegenreaktion kommen, das Ganze mal auf die Uhr legen, um zu schauen, was hier passiert. Und Sie sehen, was entsprechend auch passiert. Wir sind zwar gegen einen übergeordneten Trend, aber das sind so spezielle Sondersituationen, die hohe Spannungsmomente aufbauen, weil halt massiver Verkaufsdruck da gewesen, ohne dass die Käufer einmal hier in die Hand genommen wurden oder an die Hand genommen wurden, um mal kurz zu korrigieren. Und das baut die Spannung immer weiter auf. Das heißt, je weiter so eine Bewegung entsprechend läuft, je stärker wird der Spannungsmoment. Und wenn es dann zu solchen Situationen kommt, dann ist es wichtig, wenn diese bestätigt werden, dass da richtig Momentum in den Markt hineinkommt. Und wir sehen hier momentan, was der Markt auch spielt. Wir schauen uns das Ganze auch mal im Stundenchart an.
weil das natürlich hier die Situation ist, die spannend ist. Ich muss den Chart nochmal etwas größer screenen hier für Sie, dass wir hier sehen, was hier los ist. Also Sie sehen es selber, das war der massive Abwärtsdruck, den wir hier in den letzten Tagen auch gehabt haben. Und jetzt gab es hier gestern die erste Gegenreaktion mit einem kurzen Rücklauf. Und dann hatten wir die Situation, ich zeichne es mal ganz kurz ein, das war die erste Reaktion. Schauen Sie, sie ist auch über dieses Hoch hier drüber gelaufen, hat also das letzte Korrekturhoch dieses Moves rausgenommen. Danach kam es zur Korrektur. Das ist das, was die Sache interessant macht. Und dann wieder zu Kursanstiegen. Und jetzt sind wir hier untergeordnet in der Stunde innerhalb eines Aufwärtstrends. Sie sehen, wir sind auch schon in das erste Widerstandslevel bei 109.310 hineingelaufen, setzt sich das Ganze hier fort, bleibt diese, sage ich mal, Dynamik auch erhalten, dann haben wir ganz gute Karten, einen Rebound zu erleben, der fürs kurzfristige Trading doch interessant ist. Sie sehen, der nächste Anlaufpunkt, wenn der Markt stark bleibt, ist dann hier bei 109,5, gefolgt dann hier oben von 110,160. Also diese Ziele, das ist auch das, was Sie hier eingezeichnet sehen in diesem Chart, die ich hier so Magentafarben gemacht habe, die kommen immer aus dem Stundenchart, also der direkt untergeordneten Zeiteinheit, wenn wir den Tageschart betrachten. Und das sind dann die Momente, wo der Markt auch hinlaufen kann. Und Sie sehen, hier ist das ungefähr die Hälfte auch der aktuellen starken Abwärtsbewegung. Das sind auch Bereiche, wo der Markt gerne mal nach sowas hinläuft. Es gibt keine Garantien dafür. Das heißt, da ist es wichtig, dass Sie die Absicherung Ihrer Positionen ordentlich gestalten. Aber nichtsdestotrotz, es ist immer wieder einen Blick wert und eine Idee wert, solche Übertreibungen auch auf der Gegenreaktion, also auf der Gegenseite zu traden für kurzfristige Trades. Also für die aktiven Händler ist das sehr, sehr spannend. Für diejenigen, die sich das Ganze lieber von der Seitenlinie als Korrektur anschauen, gibt sich jetzt hier ganz klar die Situation, wenn das Ding hier vorbei ist, das heißt, wenn die Korrektur zu Ende ist, dann natürlich den Handel aus der Korrektur. Das ist allerdings nicht der heutige Fokus. Heute ist die Situation hier im Rebound. Alles andere besprechen wir dann hier an dieser Stelle, wenn es soweit ist und ich in dem Moment gerade den Blick auf diesen Markt auch habe. Kommen wir zum nächsten Währungspaar hier in Kreuzung Euro-Neuseeland-Dollar. Da blicken wir zuerst auch wieder in den Tageschart hinein. Das Währungspaar Neuseeland-Dollar haben wir hier. Spannende Geschichte. Und zwar ein Korrekturfenster, was wir hier haben, in Form eines abfallenden Trendkanales. Wir haben hier die Situation, dass, Sie sehen es auch selbst, der Markt hier mit diesem sehr, sehr starken Up-Move, den wir hier gehabt haben, hier über diese Hochs auch drüber gelaufen ist. Wir hatten ja hier diesen entsprechenden Aufwärtstrend im Markt gehabt. Der wurde hier gebrochen und dann hat der Markt aber sofort eine gute Gegenreaktion gemacht. Massiv ist nach oben gelaufen hier. Das heißt, wir sehen jetzt hier natürlich noch keinen neuen Aufwärtstrend, aber wir haben eine sehr starke Aufwärtsbewegung gehabt, die hier innerhalb dieses engen Korridors nach unten momentan auch korrigiert. Aktuelle Unterstützung haben wir hier unten in diesem Bereich. Der Tagestiefs liegen bei 1,69676 in diesem Bereich rum. Und was jetzt hier an dieser Stelle interessant ist, wenn der Markt hier an Stärke gewinnt und dieses Kursmuster nach oben durchbricht, dann haben wir natürlich gute Chancen, dass der Markt die Richtung dieser starken Vorbewegung wieder aufnimmt. Und schauen Sie mal, die Frage, wer kauft nach uns, können wir hier auch sehr schön beantworten. Wir haben hier entsprechend einige Punkte im Markt, wo Händler nach uns kaufen können. Und wenn der Markt wirklich dynamisch auch nach oben läuft, schauen Sie, dann haben wir hier oben dieses Level, dieses Hochlevel, wo wir auch einen Widerstandsbereich haben. In diesem Punktebereich hier um die 1,72480. Das muss natürlich jetzt hier rot sein, damit wir von der Farbe gleich bleiben. Das heißt, der Widerstand liegt hier oben. Das wäre dann nach Durchlaufen dieser untergeordneten Widerstände, sage ich mal, der nächste Weg. Und wenn das Ding dann durchbrochen wird, schauen Sie, dann haben wir hier oben schon die nächsten Anlaufpunkte. Also diese Dynamik, die hier entstehen kann, die ist natürlich sehr, sehr spannend, weil wir kommen hier tief aus der Korrektur rein, haben genug Potenzial nach oben, auch für diverse Handelssetups in diesem Bereich, ein sehr, sehr spannender Markt. Und das schauen wir uns auch mal noch ganz kurz in der Stunde an, was wir hier haben. Sie sehen, wir haben untergeordnet, haben wir schon einen Aufwärtstrend, der momentan in Korrektur ist und wir laufen hier schon über dieses Hoch, dieses Trendkanals drüber hinaus. Das heißt, eine Fortsetzung dieses Trends kann hier durchaus den Start dieser Aufwärtsbewegung initiieren, dann natürlich mit den entsprechenden Aufwärtslevels in die obere Richtung
gesetzt. Und Sie sehen, wenn Sie sich diesen Stundenchart anschauen, gibt es doch einige Punkte, die auch sehr eng aneinander liegen, die dann für Kursdynamik sorgen können. Also wir haben hier gute Chancen, dass, wenn der Markt stark wird, hier einiges nach oben zu erwarten ist. Und damit blicken wir auf das nächste Währungspaar, auch wieder zuerst im Tageschart, und zwar Euro-Norwegische Krone. Hier ist die Situation so gegeben, dass der Markt innerhalb dieses schwarz eingezeichneten Aufwärtstrends, ich skaliere das für Sie auch nochmal etwas größer hier, das ist der Aufwärtstrend, der hier momentan vorhanden ist. Wir sehen in diesem Aufwärtstrend auch Korrekturen und Bewegungen. Die letzte Bewegung hat hier einen Trend hinterlassen, der in seiner Korrektur gebrochen wurde. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben hier in einer tiefen Korrektur gestern ein Umkehrsignal bekommen, ein erstes Umkehrsignal, das vom Prinzip her dazu bei seiner Bestätigung genutzt werden kann, dass der Markt hier nach oben läuft in diesen nächsten Widerstandsbereich von 972.115 im kurzfristigen Bereich. Also das hier entsprechend nach oben zu spielen. Wir sehen auch, wenn wir hier mal in die Stunde hineinschauen, wir sehen hier entsprechend mittlerweile auch einen Aufwärtstrend in der Stunde. Der ist jetzt mal tief korrigiert worden in diesem Bereich. Mal sehen, wo es hinläuft. Wenn er sich entsprechend nach oben fortsetzt, dann sind das die nächsten Anlaufpunkte, die wir hier im Tageschart auch sehen. Das heißt, hier oben drüber über diesen Hochpunkt hier bei ungefähr 967,5, und dann kann es hier nach oben entsprechend auch weitergehen. Wenn man den Blick natürlich ins etwas größere Bild setzt, kann man sagen, Mensch, der Markt, den wir hier haben, der ist doch abwärts gerichtet. Das ist ganz klar, das ist richtig. Das heißt, den Trend, den wir hier jetzt sehen, ist im großen Bild noch entsprechend eine Korrektur, die jetzt aufwärts gerichtet ist innerhalb eines Trends. Das sind verschiedene Trendgrößen, die hier ineinander fließen. Und den Blickpunkt, den ich jetzt hier im Endeffekt auch dahin richte, ist einfach den aktuellen Trend einmal zu beobachten. Wir sind hier nämlich auch schon in die Korrektur hochs dieses Untertrends hineingelaufen. Also es ist ein spannender Wert, den wir hier auf der Uhr haben. Und wenn der hier nach oben rausläuft, dann besteht halt das Potenzial, dass hier die Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt wird. Das heißt, hier haben wir doch eine schöne Marktnähe. Und wenn wir den Markt nah betrachten, in den kleinen Zeiteinheiten, auch in der Stunde, dann kann es sein, dass sich dieser Aufwärtstrend hier entsprechend auch nach oben fortsetzt. Ist dem nicht so, wenn der Markt hier wieder zusammenbricht, dann haben wir hier erstmal kurzfristig zwei Unterstützungen. Einmal hier unten um die 9,60975 bzw. etwas tiefer. Wo haben wir es? Ich mache es mal ganz kurz, damit wir die Daten hier auch mal im Chart direkt haben. Die nächste Unterstützung wäre dann bei knapp 9,5957 in diesem Bereich hier unten. Heißt vom Prinzip her, dass dieser Markt natürlich innerhalb dieses Aufwärtstrends noch ein bisschen runter korrigieren kann, ohne diesen Trend kaputt zu machen. Also Sie sehen, wenn der Markt nach oben läuft, haben wir Potenzial. Wenn der Markt nach unten läuft, haben wir Potenzial. Ein schönes Momentum hier kann an diesen Stellen auch entstehen. Zwei Szenarien. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was der Markt hier entsprechend spielen wird. Gut, dazu so viel zu den Handelsideen. Und dann hatte ich ja auch angekündigt, dass wir heute, weil es die letzte Besprechung in der Woche ist, auch noch einen Blick auf die Charts der großen Indizes werfen, damit wir hier auch in der laufenden Woche mal einen Blick auf die Gesamtlage haben wollen. Ich starte mal mit dem US-Technologie-Index Nasdaq. Hier lege ich Ihnen in den Chart mal noch den gleitenden 200er Durchschnitt rein, weil da auch viele Marktteilnehmer drauf schauen. Und dann schauen wir uns hier mal das große Gesamtbild entsprechend auch an. Wir haben hier entsprechend einen Markt, der schon das ein oder andere Mal, Sie sehen es hier unten in diesen Bereichen, Richtung 200-Tage-Linie gelaufen ist, aber immer noch die Chance gehabt hat, nach oben auch abzuprallen. Das heißt, wir haben hier einen Markt, der in seiner Dynamik auch schon nach oben läuft. Wenn wir uns das große Bild auch mal anschauen, wir haben hier eine Abfolge von steigenden Hochs in diesem Bereich. Hier haben wir die Hochs und wir haben eine Abfolge von steigenden Tiefs. Das heißt, das zeigt uns an, dass wir hier im großen Bild doch eine Aufwärtsdynamik haben. Und diese Aufwärtsdynamik würde das Ganze entsprechend noch untermauern, wenn dieser untergeordnete Aufwärtstrend, den wir hier haben, entsprechend über das letzte Hoch laufen würden. Das wäre dann eine sehr positive Gestaltung des Ganzen. Das heißt, wir haben ja hier den Hoch, das letzte
bewegungshoch, nachdem es hier zu einer Korrektur kam. Und da sieht man halt auch, wenn man das mal etwas größer dann sucht, die nächste Trendgröße sucht, haben wir dann mit Überschreitung dieses Trends entsprechend auch, ich ziehe das mal ganz kurz rüber, damit wir das mal einfach machen, dann haben wir ein ganz anderes Bild, dann haben wir sozusagen hier den nächsten Trend, der auch nach oben gerichtet ist in diesem Bereich. Und das zeigt uns dann natürlich an, wir haben den kleinen Trend, der nach oben läuft, wir haben den mittleren Trend, der nach oben läuft, und wir haben hier den großen Trend mit den steigenden Hoch- und steigenden Tiefkursen, der entsprechend hier nach oben läuft. Also mal das große Gesamtbild hier zu sehen, ist der Markt schon in einer Situation, wo wir schön im technologielastigen Bereich in den USA momentan einen Markt haben, der auf der Käuferseite unterwegs ist. Das, wie schon gesagt, im Moment, das ist die Momentaufnahme, sieht die Sache hier recht positiv aus. Das heißt, das Gesamtbild hier, die Börsenampel, steht in jetziger Sicht auf grün. Schauen wir uns das gleiche Bild einmal an im S&P 500, hier das Kürzel US 500. Und da sehen wir schon einige Unterschiede zum technologielastigen Index. Und zwar die Hauptgeschichte, die wir hier im Unterschied sehen, ist die Tatsache zum einen hier, dass wir die 200er-Tage-Linie doch schon deutlich in Teilen unterschritten hatten. Allerdings hat die Unterschreitung immer wieder dazu geführt, dass der Markt stark nach oben gelaufen ist. Schauen wir uns jetzt allerdings mal die entsprechenden Hoch- und Tiefpunkte an, dann werden wir feststellen, dass dieser Index entsprechend eine Abfolge von fallenden Hochkursen hat, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eine Abfolge von steigenden Tiefkursen. Das ist ein wenig ein verwirrendes Bild für den einen oder anderen, weil es heißt ja eigentlich, man hat einen Aufwärtstrend, wenn die Tiefs steigen. Dazu gehören aber steigende Hochs. Man hat einen Abwärtstrend, wenn die Hochs fallen. Dazu gehören aber im Normalfall auch fallende Tiefs. Was wir jetzt hier haben in diesem Bereich, ist sozusagen das charttechnische Bild, dass wir einen Markt haben, der hier ein Dreieck entsprechend bildet. Und innerhalb dieses Dreiecks verdichten sich die Preise immer mehr, und es wird irgendwann zu einer nachhaltigen Entscheidung auch kommen. Wir haben das Thema ja schon in anderen Indizes auch besprochen, dass diese Kursmuster im Chart zu sehen ist. Wir können zwar nie sagen, wie die sich auflösen, aber wir können sehen, dass sie sich irgendwann auflösen. Und wir haben hier jetzt entsprechend die Situation, dass wir wieder an diese Linien ranlaufen und der Markt dann durchaus doch entsprechend nach oben laufen kann. Und wenn wir mal schauen, was wir hier momentan auch haben, wenn wir mal sehen, wenn der Markt entsprechend hier über diesen Bereich, über diesen Hochbereich, den wir hier markiert haben, drüber geht, wird dieser kurzfristige Abwärtstrend gebrochen. Das heißt, wir haben wieder dann Dynamik nach oben. Sehr positiv wäre es zu werten, wenn der Markt entsprechend hier über dieses Level drüber laufen würde. Das wäre nämlich dann die Situation, dass wir eines der letzten Hochs rausnehmen. Und dann würde das Bild positiv gestimmt. Heißt dann, wenn wir hier mal den Blick drauf werfen, dann hätten wir natürlich auch hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir hätten hier einen Aufwärtstrend nach oben laufen, der dann hier entsprechend die nächsten Hochpunkte auch mit anlaufen kann. Also an die 2800 Punkte mal ran. Das wäre sehr, sehr, sehr positiv zu sehen. Dazu ist es notwendig natürlich, dass der Markt erstmal hier oben drüber läuft. Die Kursdynamik ist momentan aufwärts gerichtet. Das sehen wir hier. Aber der erste Knackpunkt wäre dann dieser Bereich hier bei knapp 2680 Punkten und dann im Hochlauf entsprechend hier auf die knapp 2700 Punkte Marke. Das wäre als sehr, sehr positiv zu deuten, und das wäre dann die charmante Geschichte, wenn der Markt entsprechend hier über diese Oberkante dieses Dreiecks aufsteigen würde. Das würde dann sicherlich auch den ein oder anderen Käufer nach sich ziehen. Das Bild entsprechend hier auf die Oberseite. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal im DAX an, des deutschen liebstes Handelsinstrument. Ja, es ist vor unserer Haustür. Wir haben hier die Situation, die hatte ich ja auch schon das ein oder andere Mal beleuchtet, dass der Markt ja durch diesen starken Abverkauf, den wir hier gehabt hatten, einen Abwärtstrend gebildet hatten. Sie sehen ja entsprechend hier die fallenden Hochpunkte. Wir haben zwar nicht fallende Tiefpunkte gehabt, aber wir haben auch keine ansteigenden gehabt. Aber das interessante Bild, was wir hier in diesem Markt sehen, ist halt dieser massive, starke Anstieg hier. Und dieser Anstieg hat entsprechend hier diese beiden Hochpunkte auch rausgenommen. Das war sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich der Markt hier verhalten hat. Das heißt, diese massive, schöne, starke Aufwärtsbewegung hat entsprechend diese Trendbewegung hier nach unten komplett negiert.
Das war der erste Punkt. Interessant war es dann zu sehen, hier die Korrektur mit dieser sehr, sehr schönen Umkehrkerze von unten. Das ist ein Bild. Huch, das war der falsche Pfeil. Kleinen Augenblick, den packen wir einfach mal von oben drauf. So, das war die Umkehrkerze entsprechend hier in diesem Bild. Und die hat der Markt gerne und dankend angenommen und hat diesen Bereich hier oben auch um die 200er Tagelinie dann entsprechend nach oben rausgenommen. Und Sie sehen, wo wir jetzt im Moment hier stehen. Der Markt läuft schön nach oben, hat hier einen Aufwärtstrend gebildet. Klar, der steht momentan relativ weit in seiner Bewegung. Das kann also auch zu Korrekturen führen. Aber im großen Gesamtbild haben wir jetzt hier im DAX einen Aufwärtstrend, der jetzt aktuell auch im Bereich eines leichten Widerstandes oder einen leichten Widerstand anläuft. Also knapp die 13.000 Punkte Marke und die nächsten Marken, die hier oben drüber zum Anlaufen liegen, sind dann sicherlich hier irgendwo um die 13.100 Punkte und dann geht es Stück für Stück nach oben weiter, hier diese Hochs mit ranzulaufen, 13.000 knapp 300 Punkte und Sie sehen nach oben hin, ist der Markt dann offen. Das heißt, wenn die positive Tendenz auch bestehen bleibt, dann haben wir doch einige Anlaufpunkte hier im Markt, wo wir positiverweise ranlaufen können und der Aufwärtstrend sich hier entsprechend auch fortsetzen kann. Also hier ganz klar auch aus Sicht der Markttechnik bzw. der Dow-Theorie, wo ja auch viele, viele verschiedene Handelssignale drauf basieren innerhalb von Trends, haben wir hier im DAX jetzt die Situation steigender Kurse. So viel zum deutschen Aktienindex. Dann hatte ich ja gesagt, wir haben noch die Zeit, die nehmen wir uns jetzt einfach mal und wir machen mal einen Blick oder wir werfen mal entsprechend einen Blick in den Euro-US-Dollar hinein. Ich mache hier mal den Chart zu. Ich mache mal einen neuen Chart entsprechend für Sie auf, dass wir hier mal einen sauberen Chart sehen. Da muss ich jetzt hier nicht aufräumen. Ganz kurzen Augenblick. Neuer Chart. Einfach Rechtsklick auf die Maus und dann auf neues Chartfenster entsprechend klicken. Ich mache jetzt hier mal noch die entsprechenden Farben etwas anders. Sie können sich hier auch Vorlagen speichern und ich lade jetzt einfach mal meine Vorlage, die ich hier für mich gemacht habe, im weißen Chart dann entsprechend, dass wir das Ganze auch gut sehen können. Und wir sehen hier entsprechend einen Markt im großen Bild auch. Sie sehen es, der definitiv momentan abwärts gerichtet ist. Das heißt, der starke Aufwärtsmove, den wir hier gehabt haben, der ist schön nach oben auch gelaufen. Der ist jetzt gebrochen. Sie sehen hier diese starke Abwärtsbewegung. Das heißt, wir sehen hier momentan noch einen sehr schwächelnden Euro in diesem Bereich. Wenn wir uns das Ganze mal im Wochenchart auch anschauen, Sie sehen, der Markt ist hier auch trendförmig nach unten schon unterwegs, hat hier wichtige Unterstützungen auch rausgenommen. Das heißt, hier haben wir einen Markt, der momentan abwärts gerichtet ist und das ist eher interessant, weil der Markt hat jetzt angefangen, direkt auch auf die Zinssituation in den Markt zu reagieren. Das heißt, die ansteigenden Zinsen in den USA machen ja die Spanne zu den Nullzinsen in Europa immer größer. Das müsste eigentlich die Währung schwächen. Hat es die ganzen letzten Male nicht getan, aber jetzt scheint es so zu sein, dass der Markt hier dieses Szenario auch spielt, dass die steigenden Zinsen in den USA die Zinsspanne weiter erhöht. Die Nachrichten, dass wir die Inflation in Europa nicht wirklich in den Griff bekommen, haben hier ihr Übriges getan und das bringt natürlich jetzt den Markt hier im großen Bild etwas zum Fallen. Sie sehen die starken Kerzen, die wir hier nach unten auch haben. Das sind charttechnische Situationen, die wir auch sehen. Sehr spannend wird es sicherlich sein, wenn der Markt hier unten diesen Bereich anlaufen sollte von 1,17,6. Da haben wir hier ein Korrekturtief gehabt in diesem Bereich. Der Trend hier, der hier nach oben gelaufen ist, der untergeordnete Trend. Ich zeichne es Ihnen mal ganz kurz ein, was hier auf Tagesbasis auch passiert ist. Wir hatten ja hier den Trend schön nach oben mit zum Laufen. Dann hatten wir hier doch mal ein Stück weit Korrektur gehabt nach unten hin innerhalb des Marktes. Na, jetzt komm her hier. Das war die letzte Korrektur und dann ging es doch schön auch weiter nach oben innerhalb dieses Trends und Sie sehen, der Markt hat jetzt im Endeffekt hier die Hochs hier oben rausgenommen. Das war der letzte Bereich hier oben, hat jetzt untergeordnet hier auch einen Abwärtstrend gebildet. Diese Bewegung hier ist definitiv auch gebrochen auf Wochenbasis. Das heißt, der Markt hat jetzt schon Abwärtstendenzen entwickelt und hat, wenn er sich fortsetzt, dann gute Karten hier nach unten entsprechend weiter auch zu laufen. Wer weiß, wo es hingehen wird, das wissen wir nicht. Deswegen schauen wir einfach in die Charts hinein und wenn wir uns das mal auf Tagesbasis auch anschauen, wir haben eine sehr, sehr schöne Dynamik auch nach unten, die immer mal kurz innehält und dann wieder weiter nach unten läuft. Da ist also viel Verkaufdruck momentan im Markt entsprechend auch zu
zu sehen nach dieser entsprechenden Seitwärtsphase, die wir hatten. Also der Euro-US-Dollar momentan eher nach unten gerichtet. Gut, soweit an dieser Stelle. Ich schaue gerade mal in den Chat. Fragen haben wir hier an dieser Stelle keine. Das heißt, hier möchte ich mich ganz gerne für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, für all diejenigen von Ihnen, die live dabei waren. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck Wasser. Und natürlich auch einen Dank an alle, die das Video dann im Nachgang schauen, direkt hier auf Facebook oder aber auf dem YouTube-Kanal von Tikmel. Danke für Ihre Zeit. Wir hören und sehen uns dann nächste Woche Montag wieder. So gegen 8 Uhr gibt es den nächsten Blog-Eintrag hier entsprechend. Ich zeige Ihnen noch mal kurz den Link zum Blog. Kleinen Augenblick, ich hole mal das Fenster kurz nach unten. Also wenn Sie mögen, schauen Sie ruhig mal auf die Website von Tikmel hier an dieser Stelle. Tikmel.com/de, also einfach tikmel.com oben eingeben, dann kommen Sie auf die Seite von Tikmel, da finden Sie viele Informationen, wie das Trading ablaufen kann. Sie sehen die Spreads, die wir hier haben in den Märkten, Sie sehen die Instrumente, die gehandelt werden können, alles, was Sie brauchen, Sie sehen die Kontoarten, die es hier gibt, können Sie alles auf der Seite sehen und unter anderem gibt es hier auch den Blog und im Blog veröffentliche ich jeden Handelstag, zumindest wenn ich normal am Desk auch sitze, meine Handelsideen für den entsprechenden Tag, die können Sie immer wieder sich anschauen. Wenn Sie entsprechend reingehen, dann sehen Sie innerhalb dieser Handelsideen am Ende auch nochmal den Link entsprechend zu den angefallenen YouTube-Videos, was wir aufgezeichnet haben. Also Sie finden hier alles sehr schön im Überblick auf der Blogseite. Und wenn Sie mögen und sich das Ganze gerne auch auf YouTube anschauen, dann abonnieren Sie den YouTube-Kanal. Da bleiben Sie auch immer auf den Laufenden, wenn es ein neues Video gibt. An dieser Stelle herzlichen Dank, einen schönen Feiertag am morgigen Donnerstag und bis nächste Woche. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel.